Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem Hörgenuss des Monats. Heute ist tatsächlich schon der letzte Donnerstag im August. Verrückt, wie schnell auch irgendwie dieser letzte Sommermonat dann vorbei war. Das nächste Mal hören wir uns ja dann schon im Herbst. Es ist wirklich, ja, es eilt. Ja, es ist der letzte Donnerstag im Monat. Das heißt, heute gibt es Hörgenüsse, Hörtipps, egal ob es Hörbücher sind oder andere Dinge, die man hören kann, wie heute in meinem Fall, denn es gibt heute einen Podcast-Tipp. Ich verlinke die Playlist und die Mädels der Stammcrew unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da könnt ihr euch alle Hörgenüsse der letzten Monate ansehen. Es ist in der Regel ja, wenn es ein Hörbuch ist, eben auch ein Buchtipp. Von daher ja, finden auch die Leute etwas unter euch, die eben vielleicht sonst nicht so zum Hörbuch greifen. Bei mir gibt es heute einen doch recht speziellen Podcast-Tipp, denn ihr wisst ja, ihr habt es vielleicht in einem meiner Vlogs gesehen oder auch in der Bücherwoche, ich bin ja seit Juni auf den Hund gekommen und ich habe ein Buch entdeckt und gelesen von Jochen Bendel. Das werde ich euch in der nächsten Bücherwoche jetzt am Samstag vorstellen und bin, als ich eben über dieses Buch stolperte, dann über seinen Podcast gestolpert. Und das, ja, der Hörgenuss des Monats ist Holy Dog von Jochen Bendel, der eben allen Hunden eine Stimme geben möchte. Er ist hier nicht allein in seiner Moderation, in seinen Gesprächen, sondern er hat sehr häufig Gäste. Ich selbst kannte Jochen Bendel irgendwie so als Fernsehmoderator, habe ihn aber gar nicht so mit Hunden irgendwie auf dem Schirm gehabt und bin dann über sein Buch gestolpert in Bezug auf die Spiegelung. Und wie gesagt, ich werde am Samstag da ein bisschen mehr dazu sagen. Es soll hier ja auch nicht ums Buch gehen, sondern um den Podcast, den ich zum Beispiel über Spotify höre und da schon einige Folgen auch vorhanden sind. Es gibt ganz unterschiedliche Themen. Man muss hier wissen, dass Jochen Bendel nach wie vor Moderator ist, auch zwei Sendungen hat, wo es um Tiere geht. Haustier sucht Herz und letzte Chance auf vier Pfoten. Beide Sendungen, in die ich mal so kurz dann reingeguckt habe, aber die für mein Herz persönlich nicht so viel sind, weil ich kann damit ganz schlecht umgehen. Ja, wenn Haustiere irgendwie so eine letzte Chance haben, Gnadenhöfe, Lebenshöfe, das ist immer was, was mir sehr emotional rangeht und dementsprechend sind das keine Sendungen für mich. Ich würde ja am liebsten alle Tiere aufnehmen, was ich natürlich leider nicht kann. Seit 2018 ist Jochen Bendel auch ausgebildeter Hundetrainer und unterstützt hier auch, soweit ich es gesehen habe, immer mal Promis dabei mit ihren Problemhunden. Das ist so ein Wort, was ich eigentlich nicht mag, aber ja, was glaube ich ganz, also was einfach uns allen beschreibt, um was es dann eben geht. Er selbst hat zwei Hunde, nämlich Gizmo und Khaleesi und auch über die berichtet er durchaus immer mal in den Podcast-Folgen. Jochen Bendel will auch in seinem Podcast eben Hunde eine Stimme geben und das macht er auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit den verschiedensten Themen, den verschiedensten Gästen. Es geht einmal um Welpen, was ich nicht so spannend fand, weil ich einfach ja eher einen Junghund habe, aber natürlich auch da kann man sich einiges Erziehungstechnisches mitnehmen. Es geht um seinen Job als Hundetrainer, es geht um Auslandshunde, das ist etwas, was ich sehr spannend finde, weil damit habe ich ja auch sehr lange geliebäugelt und überlegt, habe mich jetzt letzten Endes ja hier im Tierheim in meinen Weasley verliebt, der mich ja anstiert und sich auch denkt, was treibt die Frau hier, aber ja, so ist das ja. Die eine Katze guckt hier, der Hund schaut da. Man fühlt sich so ein bisschen wie bei Big Brother. Auslandshunde sind auch für ihn Thema gewesen. Es ging auch so ein bisschen um Rassenvorstellungen. Das finde ich persönlich immer nicht ganz so spannend. Das fand ich auch in seinem Buch nicht so interessant. Es ist natürlich spannend, wenn ich mich irgendwie für eine Rasse entscheide, wenn ich da auf der Suche nach einem Welpen vielleicht bin oder eben nach einem gezüchteten Hund, was für mich aber nicht in Frage kommt. Dementsprechend ist das sowas, wo ich sage, ja, interessant. Gerade wenn es vielleicht auch die 3, 4 Rassen irgendwie entspricht, die vielleicht in meinem Weasley stecken. Das weiß man ja letzten Endes nicht. Bei einem Mischling. Von daher, aber er hat was Hütiges, dementsprechend interessiert mich natürlich, wie ticken Hütehunde. Es geht sehr oft auch um Bindungen, um Fehler, um was man auch vermeiden kann. Er gibt sehr viele Hundetipps. Es gibt eine ganz spannende Folge, die ich super gerne gehört habe und auch wirklich so gebannt gehört habe, eben so Facebook-Tipps. Da schildert jemand ein Problem und dann kommt eben so dieses Schwarmwissen, was man alles tun könnte und wie viele Fehler darin aber halt oft liegen und dass man eben auch Tipps oft nicht verallgemeinern kann. Also das merke ich eben durchaus auch. Natürlich habe ich so 2, 3 YouTube-Kanäle, die so in der Erziehung und ja im Umgang mit den Hunden so sind, wie ich mir das auch für mich wünsche. Und da versuche ich natürlich auch das ein oder andere umzusetzen, mal mitzunehmen, auszuprobieren. Manches klappt, anderes nicht. Wir haben auch hier vor Ort einen Hundetrainer, den wir jetzt auch schon 4, 5 Mal konsultiert haben, der sich auch mit uns einfach arbeitet. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, umso individueller
umso besser ist das natürlich, weil jeder Hund ist anders, jeder Mensch, jede Bindung ist anders. Es gibt einen Unterschied zwischen zum Beispiel mir und Weasley oder auch meinem Vater und Weasley oder anderen Menschen im Freundesfamilienkreis, wo man einfach merkt, der Hund reagiert anders, der Mensch reagiert anders und so merkt man natürlich, dass eben auch Verhalten einfach anders an den Tag gelegt werden. Also das, ja, es sind sehr viele spannende Themen dabei und das Besondere, weswegen es für mich auch zu so einem Hörgenuss wurde, ist einfach die Art, wie Jochen Bendel spricht, wie er Dinge übermittelt, wie er Dinge vermittelt, wie er eben auf Hunde eingeht, wie er auf die Halter eingeht, wie er diese Bindung eben auch immer in den Vordergrund stellt, wie er eben versucht, in einer sehr schönen Art und Weise auch Probleme anzugehen, sie eben nicht als Probleme sieht, sondern als Herausforderungen, wie er einfach damit umgeht. Ich mag seine sehr authentische, sympathische Art sehr gerne. Ich mag es, dass er viel aus dem Bauchgefühl heraus entscheidet, vieles sich aber natürlich dann dadurch auch durch dieses Hundetraining, was er hat, einfach bei ihm auch so gefestigt hat, wo er manchmal ja selbst so ein bisschen zurückrudert und sagt, für ihn ist das so selbstverständlich, aber er muss es natürlich auch uns Hörern oder all denen, mit denen er arbeitet, als selbstverständlich irgendwann übermitteln. Ne? Also es kommt ja nicht von, ich höre das einmal und juhu, alles klappt super, sondern es ist ja immer auch ein Arbeiten am Menschen, also am anderen Ende der Leine, wo meistens das Problem tatsächlich herrscht. Und das ist natürlich immer auch ein Weg, den man dann gemeinsam geht. Und ich mag es einfach, wie er offen auf die Fälle blickt, wie er jeden Fall angeht, wie direkt er da auch oftmals ist, ohne irgendwie verletzend zu sein, ohne den erhobenen Zeigefinger, ohne Schuldzuweisungen, weil am Ende hat weder der Hund Schuld noch der Mensch in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach grausam sind zu den Hunden, weswegen Hunde dann eben auch einfach grausam sind. Über die sprechen wir jetzt nicht. Also die würde ich komplett ausgrenzen, um die geht es natürlich nicht. Aber der Hund, wenn er ein ängstlicher Hund ist, weil ihm irgendwas fehlt, weil ihm irgendwas passiert ist, dafür kann er natürlich nichts. Genauso wie man als Mensch nichts dafür kann, weil er kann es einem halt auch nicht erzählen. Na, das ist natürlich immer ein Problem. Und ich finde, Jochen Bendel macht das wirklich sehr sympathisch, sehr auf den Punkt. Trotzdem genügend Informationen, genügend Input, was er einen vermittelt und mir gefallen die Folgen wirklich richtig gut. Ich habe sie gefühlt leider fast alle schon komplett durch. Wie gesagt, ich habe 2, 3 auch ausgelassen, die mich vom Thema nicht so interessiert haben, aber ich warte jetzt sozusagen sehnsüchtig auf die nächste Folge und ich mag es auch, wenn er Gäste hat, wie er eben auch einfach ins Gespräch mit ihnen geht, dass das nicht irgendwie so ein Monolog jeweils wird, sondern beide wirklich immer in einen Dialog gehen. Das finde ich richtig, richtig gut und für alle, die hier etwas über Hundeerziehung und Hundetraining und ja, einfach Hundeerfahrungen hören möchten. Es ist jetzt natürlich wirklich ein sehr spezieller Tipp, das muss ich ganz klar sagen. Aber für all die, die sollten hier auf jeden Fall mal reinhören. Vielleicht auch, wer sich mit dem Gedanken trägt, sich einen Hund zu holen. Auch hier kann man natürlich immer im Voraus schon mal sehen, gerade vielleicht diese Welpenfolgen sind vielleicht spannend für all die, die sich wirklich einen Welpen holen, da einfach schon mal reinzuhören, auf was muss man achten, was ist wichtig und was kann man vielleicht zu Beginn schon tun, damit sich der Welpe direkt wohlfühlt. Von mir ein Podcast-Tipp, der, wie gesagt, wirklich sehr speziell ist. Zu seinem Buch erzähle ich in der Bücherwoche. Ich kann aber auch schon sagen, dass mir das auch sehr, sehr gut gefallen hat zum Thema Spiegelung. Also wenn ihr da vielleicht einen Buchtipp sucht, wartet mal die Bücherwoche noch am Samstag ab. Ansonsten wirklich ein toller Podcast. Jochen Bendel hätte ich gar nicht erwartet, dass ich ihn so gut finde. Also ich habe ihn einfach gefühlt gar nicht irgendwie in einer Art in Erinnerung. Hat mich hier wirklich überzeugt und ich bin sehr froh, über den Podcast Holy Dog gestolpert zu sein und freue mich da auf jeden Fall auf weitere Folgen. Und vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Podcast-Tipps zum Thema Hundeerziehung und bei Martin Rütter sollte das euer Tipp sein, da bin ich leider ein bisschen raus, weil ich seine Art nicht immer so für mich passend finde. Aber wenn ihr sonst Tipps habt, super gerne in die Kommentare und jetzt freue ich mich auf meine Abo-Liste, auf die Tipps der anderen Mädels und schaut da auch super gerne mal vorbei. Ist alles unten in der Infobox verlinkt, also wenn ihr da heute noch ein paar Videos euch anschauen möchtet, guckt da vorbei, was da die Hörgenüsse der anderen sind und ich freue mich da auch schon drauf. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.